Sie brauchen in der Politik keine Ausbildung zu haben. Sie müssen nichts können, Sie müssen auch nichts durchdringen und können trotzdem dort 4 bis 5 Mal so viel verdienen wie der Durchschnittsbürger. Das heißt, die Politik zieht die an, die in der Politik besser verdienen würden als draußen. Und das ist der erste Mechanismus der adversen Selektion. Die Politik zieht diejenigen an, die es draußen zu nichts bringen und die wahrscheinlich draußen noch nicht mal einen Hartz-IV-Antrag ausfüllen könnten, korrekt? Ja? Und die gehen dann in die Politik. Und das zweite Element ist, wir haben dieses Listensystem der Parteien. Das halte ich persönlich für eine massive Fehlkonstruktion, die grundsätzlich notfalls mit einer Verfassungsänderung reformiert werden muss. Und zwar deswegen, weil das dazu führt, dass der Politiker und der Abgeordnete im Gegensatz zu dem, was im Grundgesetz steht, dass er nämlich nur seinem Gewissen unterworfen sei, nicht seinem Gewissen unterworfen ist, sondern der Parteiführung, weil die kann ihn auf die Liste ganz nach hinten verbannen, dann ist die politische Karriere zu Ende. Mit anderen Worten, er darf kein Rückgrat haben. Das ist halt so, jetzt kombinieren wir das mal. Sie dürfen nicht besonders schlau sein, dann kommen Sie rein. Sie dürfen kein besonderes Rückgrat haben, dann kommen Sie rein. Und jetzt hat sich das über Jahre, Jahrzehnte aufgespart. Also es hat sich akkumuliert. Immer mehr von der Sorte sind in die Politik gedrängt. Irgendwann hatten sie die Mehrheit. Und jetzt ist die Mehrheit der Inkompetenten, die baut jetzt die Wagenburg der Inkompetenz. Denn wenn sie kompetent sind in der Politik, dann werden sie von denen für eine Gefahr gehalten, zu Recht, und werden ausgesperrt. Das heißt also, jetzt kommt ein Mechanismus dazu, nämlich die Wagenburg der Inkompetenz, die dafür sorgt, dass überhaupt nur noch Inkompetente rein dürfen. Sie brauchen in der Politik keine Ausbildung zu haben.